Ja, hallo zurück zu Inquisition. Wir haben uns hier mal mit Fackeln ausgerüstet. Jetzt gehen wir mal in die Höhle rein, wie versprochen. Mal gucken, was da so drin ist. Ah, Rune, oder was ist das da hinten? Ja, alles klar. Ja, jetzt haben wir ja schön untersuchen. Was haben wir gefunden? Blitzrune, okay. Dafür machen wir das alles, oder? Okay, was ist das hier? Leder. Okay, komm. Also Rune haben wir, alles klar. Und wir brauchen noch das Zeug hier. Sammeln wir alles ein. War jetzt doch nicht so spannend, die Höhle. Ich hätte jetzt gedacht, hier ist der Wahnsinn los. Ist das noch eine Kiste? Nee. Ja gut, war dann überschaubar. Egal, wir sind eh noch am Erkunden. Wie man zum Drachen kommt, kein Plan. Na, hier ging es runter zum Drachen. Hier hinten ist diese fette Höhle. Und da ist irgendwie, was haben wir jetzt da gesagt? Ja, okay, eine sehr große Festung scheinbar. Ich schlag mal vor, wir versuchen mal einfach hier so quer durchzulaufen. Gucken mal, was da noch so kommt. Das da hinten ist diese fette Festung. Ja, mal gucken. Ist wahrscheinlich mittendurch. Hier ist ja die Ruine und da waren ja auch noch Leute, die man angreifen konnte, beziehungsweise die man wahrscheinlich angegriffen hätten. Gehen wir da einfach mal mittendurch. Kann man einfach so durchlaufen? Sind die alle weg? Ah, da vorne sind sie, okay. Hallo. Oh, wir sind gar nicht so gut versorgt im Moment. Naja. Ist der schon kaputt? Ja. Okay, so, das war der. Der ist aber noch schwer hier, ne? Ah, ne, der Bulle hat den schon weggechillt. Da unten läuft noch einer rum. Zwei, drei sogar. Wir brauchen noch Erfahrungspunkte, deswegen. Ja. Oh, wow. Irgend so ein mieser kleiner. Hässlicher Dolchmensch hängt hier rum. Ja, der ist schwierig und der ist vor allen Dingen gefährlich. Wo ist er? Da ist er. Ist er kaputt? Oder hat er sich wieder weggebeamt? Ja, aber die sind ätzend, die Dolchis, ey. So. Eigentlich wollten wir da, wo wir die da hinten angegriffen haben, durch. Sagten die Karte. Ist schon ein bisschen interessanter. Und schon wieder eine Höhle. Oder waren wir da schon drin? Nein, ich glaube nicht. Ja, aber guck mal hier, weil da geht es halt hier rauf.
Es interessiert mich schon, ob man dann hier irgendwo zu etwas Interessanterem kommt, als wir da jetzt eben waren. Aber hier scheint der Zugang sowieso nicht zu sein, ne? Nee, das ist da, wo wir eben auch hängen geblieben sind. Würde ich mal sagen. Geht jetzt hier nicht wirklich weiter, denke ich mal. Na, da hinten ist Dead End, oder? Kann sich hier zwar freundlich kaputt laufen, aber da geht es ja nicht weiter. Obwohl doch, da oben gibt es ja jede Menge Zeug einzusammeln. Das machen wir doch mal. Dann lohnt sich natürlich schon. Noch etwas? Ne, und kann man hier jetzt dann weiter? Ne, rutscht man runter. Aber darauf muss man können und das versuchen wir dann mal. Denken wir aber, dass wir hier rumlaufen müssen. Da hinten rauf, aber hier war noch eine Höhle, ne? Ich meine, die können wir jetzt echt nicht hier irgendwo blöd rumliegen lassen, weil wer weiß, ob wir hier nochmal wieder herkommen. Da hinten sind auch nochmal Freunde, die unbedingt mit uns sprechen möchten. Hallo! Ja, ja. Oh. Also die blöden, diese blöden... Der Bulle ist gleich im Eimer. Ah, da ist noch ein Bogenschütze. Ah, der ist gleich kaputt, ja. Und, wen haben wir noch? Noch einen? Nö, so, Bulle wieder hochgetunt, aber es hat natürlich nichts gebracht. Ist jetzt die Höhle, die wir hier gesehen haben, die in der wir schon waren, oder ist das noch eine andere? Ist noch eine andere, ne? Es ist... Sieht mir schwer nach einer anderen aus. Wir gehen zumindest mal eben rein. Ja, es ist eine andere. Na, was ist los? Sind wir festgefressen jetzt, oder was? Nee. Da lang, da geht's auch weiter. Da ist noch eine schöne, fette Kiste. Zwei sogar, sehr schön. Oh. Okay. Und noch ein bisschen was einsammeln. Alles klar, war's das? Ja, das war's. Okay, wieder raus. Also hier waren wir nicht. Sehr gut, noch irgendwas eingesammelt. Aber wir haben keine Getränke mehr und wir haben auch irgendwie... Der Bulle hat ordentlich einen mitgekriegt. Und auch Sarah. Ich würde mal sagen, machen wir uns mal auf den Weg zum Lager. Wo waren das überhaupt? Das ist ziemlich weit weg dann, ne? Das nochmal eben kurz angucken vielleicht, weil ich habe keine Ahnung, was das für eine Sehenswürdigkeit sein sollte. Das war das da oben auf dem Berg. Ich meine, da müssen wir eh irgendwie hin. Kann ja eigentlich nur hier irgendwie durch sein, weil da vielleicht. Also immer überall raufhüpfen, das kann doch nicht euer Ernst sein, Leute. Ihr könnt doch mal einen Weg für uns basteln. Ach komm. Ja, da ist auch ein Weg. Man muss ihn noch kennen. So, waren wir hier schon mal? Also, bei der Hütte da vorne, ne? Sind dann aber nicht hier lang gegangen, sondern irgendwie, was weiß ich.
wir darauf. Okay. Ah, okay. Alles klar. Was ganz anderes. Wow. Ja, alles klar. Wir kommen von der anderen Seite. Sechs von zehn, okay. So richtig super spannend ist hier nicht, aber da oben ist ein wunderbares Häuschen. Und das führt wahrscheinlich in die wunderbare Festung. Gucken wir uns das nochmal erstmal an. Kann man aber nicht lang, okay. Okay, ist schon... schon ein fettes Gebäude. Aber rein ist nicht. Okay, gut. Von hier zumindest nicht. Wahrscheinlich gibt es einen schönen Vordereingang, wo man anklopfen kann und wo man gleich auf eine Mappe kriegt. Ja, das sieht doch schön fett aus. Oh, hier wird gefoltert oder was? Naja. Also da kann man direkt hinlaufen. Sagt die Map. Uah, die Map sagt einiges. Okay, ich meine, wir könnten einfach mal gucken, ob man da so reinlaufen kann. Ich glaube es ja mal nicht. Diese Feste sieht bewohnt aus. Ja. Das Tor steht offen und es gibt keine Patrouillen. Es ist riskant, aber wir könnten sie stürmen. Wir könnten sie stürmen. Ihr seid komisch, Wulle. Ja. Ihr habt all diesen Kuhnkram. Findet Andraste aber verwirrend? Ich finde euch verwirrend. Wie könnt ihr euch einfach aussuchen, an welche Punkte ihr glaubt? Naja, es gibt Wahrheiten und wahre Wahrheiten. Oder wie es normale Leute sagen würden, Wahrheiten und Unwahrheiten. Ich weiß, was ich gesagt habe. Kann man das aufhauen? Ey, cool, das kann man kaputt hacken. Und rein. Und wer steht dahinter? Niemand. Doch, Hundis. Die kriegen wir doch kaputt, oder? Ah, okay, Hunde und irgendwo sind Pfeil... Ah, Bogenschützen oben auf dem Dach. Die sollen uns natürlich erstmal greifen. Habe ich noch ein Getränk? Ja, nur noch das hier. Ah, das wird eng. Das wird eng, Leute. Naja. Na, der Bulle ist gleich im Eimer. Ich kann mir hier so ein Getränk holen und dann werde ich ihn mal... Naja. Ja, die haben uns immer schön veräppelt, die Jungs. Ja, das war jetzt echt nicht so gut. Aber gut, mit der Power, die wir hatten, nämlich gar keiner, war das natürlich auch klar, ne? Und die Hundis helfen uns auch nicht. Auch schon wieder kaputt. Können wir abhauen? Ja. Hau ich mal ab. Irgendwie. Ist natürlich jetzt nicht so schlau. Aber die Feste kriegen wir nur, wenn wir mal kurz Getränke eingeladen haben, weil anders geht's nicht. Ja, es war vielleicht ein bisschen zu naiv, aber so eine Festung einnehmen, das geht jetzt auch nicht mal einfach so. So, kommen mal die Jungs hinterher. Okay, sind alle Schrotti. Aber ich würde mich mal eben kurz hier zur... Wo ist es denn? Dahin. Das ist gar nicht so weit weg. Ist ja auch okay. Ja. Okay. Hallo. Ja, dann erzähl doch mal. Setz mich ins Bett. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Okay, dann gucken wir uns doch mal hier diese Tränke können wir sowieso aufrüsten. Geht das? Ja. Okay, und es gab doch hier auch so wunderbare Requirierungen, die wir vielleicht jetzt auch... Brauche ich das?
Naja, klar brauche ich das. So. Was fehlt mir denn jetzt hier noch? 30 Elfenwurzel, ey. Mann, Mann, Mann. Wie viel haben wir denn? Man weiß es nicht. Großer Wachturm. Ein Holzschlag. Okay, wo man mal den herkriegt und findet. Elfenwurzel, 30 Stück. Garten der Himmelfeste. Also Elfenwurzel müssen wir unbedingt mal hier ein bisschen sammeln. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Setzt mich ins Bett. Das könnte nützlich sein. Ja, und? Was war das jetzt? Inquisitor. Okay, also wir wollen diese Festung einnehmen. Wir sind voll aufgetuned und werden jetzt mal gucken, wie wir da reinkommen. Mal kurz die Richtung setzen. Ah, hier einfach mal quer durch, weil hier in der Mitte müssen wir auch mal rein. Mal gucken, ob das geht. Wer will denn schon wieder was von mir? Die sind alle ganz weit weg. Ich will da gar nicht hin. Aha. Pass des toten Mannes. Wo ist er denn, der tote Mann? Okay, vielleicht kann man echt hier quer durchlaufen, das wäre cool. Ja, ich probiere es einfach mal. Dann hätten wir das Stückchen der Karte auch erschlossen. Es geht sogar. Hätte ich jetzt hier noch irgendwie abbiegen sollen? Das ist eine Höhle. Klar. Da laufen wir natürlich jetzt nicht dran vorbei. Uah, die ist ja ganz unten. Okay. Soll ich mich mal runterfallen lassen und mal gucken? Oder so finden. Autschi. Ah, der Pass des toten Mannes, da hätte man reingehen können natürlich. Von der richtigen Seite. Und hätte dann hier in diese freundliche Höhle reingekonnt. Was wir jetzt machen werden. Ist die freundliche Höhle auch nur ein Durchgang? Cool, was man also übersehen kann. Oder wir waren da schon 20 Mal drin und ist hier nur noch wieder irgendwelche Pilzchen gewachsen. Ne, sieht aber nicht so aus. Okay, die ist aber wesentlich größer. Krass, wo geht's denn hier hin? Oh, ich hasse das. Oh, ich hasse es. Mann, echt. Die scheiß Spinnen, ey. Ich werd wahnsinnig. Sehr schön. So, darf ich die Fackel mitnehmen? Gut, jede Spinne... Eine wunderbare Kiste, das freut mich. Wow. Das gucke ich mir aber mal an, weil das sind ja coole Sachen mal wieder. Schwere Axt, okay. Großschwert. Alles kein Quatsch, ne? Beil des Barbarenkriegsherrn, ja, alles klar. Okay, was haben wir hier? Rüstungswert von, was ist das? Ach so, Turmschild, ja klar. Mhm. Okay, da müsste man natürlich... Ja, dürfte man natürlich keine Zweihandwaffen nehmen. Aha, was bringt die? Nicht mehr. 139 haben wir. Alles klar. Kampfmagier-Kapuze. Was ist denn da los hier mit Kampfmagier? Wow. Moment mal. Vorreiterrüstung, Krieger. Nee, ich wollte ja diese Kampfmagier-Kapuze. Ja, cool. Sieht vielleicht auch netter aus. Wie sieht denn das aus? Ah, schick. Okay. So, egal. Raus. Schien mir es aber so, als wir hier reingekommen sind, dass es nochmal weitergeht da hinten. Ne? Es ist nicht nur hier dieser Abzweig, sondern hier irgendwie ging es auch noch lang, oder?
Ja. So mag ich das. Guter Fund. Ja, was ist es denn? Okay. Irgendwas Wichtiges. Ich hab's nicht mitgekriegt. So, kartentechnisch war das ja jetzt hier so ein... auf dem Weg zu dieser Hütte hier hinten. Gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Ich kann mich nur abzweigen. So, nicht, dass sie uns wieder veräppeln, die Bogenschützen, ne? Das war ja vorhin total die Pleite. Okay, auf ein neues. Hallo. So, also nach wie vor, ich gehe trotzdem rein. Achso, die sind sogar noch verwundet, das ist ja nett. Dann kann man ja vielleicht den Hundi auch mal eben kurz eins draufzimmern. Dann sind die auch kaputt, weil die nerven natürlich maximal. Ja, die Hundis sind kaputt. Und dann kletter ich mal hoch mit ihm zusammen. Da hinten ist noch einer. Ach, da kommen sie alle auf einmal. Und dann macht schon Sinn, zum nächsten Mal die Bogenschützen wegzuballern. Komm her. So, kaputt. Hulle, war es das schon? Ne, wir haben doch noch einen hier. Läuft da noch einer rum. Was machst du denn hier oben? Wo ist er? Da. Okidoki. Sehr cool. Jetzt kann man wahrscheinlich auf diese große Mauer rauf, oder? Hier durch, ne? Boah, fett. Ach, da geht's rauf. Ah, und da sind auch ein paar Freunde. Na gut. Hallo! Oh, da kommen sie alle. Na gut, dann muss ich auch nochmal ein Getränk trinken. Okay, wo ist er? Der Böse. Sind doch ein paar mehr hier drin. Wäre schön gewesen, wenn es jetzt nur die paar gewesen wären. Die kriegen Verstärkung. Ja, nun hau ihn doch nochmal eins drauf hier, dass er weg ist. Okay. Das war er. Ja, sind doch schon noch ein paar mehr hier drin. Wäre auch zu einfach gewesen. Sehen wir noch was? Weiterlaufen. Erstmal gucken. Oh, ganz schön fett. Okay, ah, was kann man hier machen? Nein, da habe ich eine Markierung gesetzt, ne? Okay. Hä? Steht da einer? Ne, es sind wir. Okay, so, da geht's runter. Kling, kling. Wo denn, wo denn? Ach, da geht's runter wieder. Also hier müssen wir rauf, ne? Gehen wir hier durch. Hier irgendwas Spannendes? Nein. Aber hier geht's rauf. Waren alle auf der Mauer da oben, oder was? Bleibt hier! Ja, da hinten, ne? Da sind noch welche. Ja. Hallo!
Oh. Haben wir da auch kaputt, ne? Ja, gut. Tötet sie einfach. Was ist denn hier los, ey? Wir wollten nur mal reinschauen. Oh, der sieht nicht so einfach aus, der Freund. Und wird da halt aufgesucht. Hat nicht geklappt. Wow, trotz dessen hat er sich hier ganz gut gehalten, der Freund. Sieht auch nicht nett aus, ne, der Typ. Den kriegen wir wohl kaputt, Bulle, komm. Tja. Waren alle. Ich auch. Die Inquisition hat Kamwald eingefangen. Das letzte Gefecht, Streithammer, den gucken wir uns doch mal an. Ja, finde ich auch. Jetzt lass mich erstmal gucken, was ich hier kassiert habe. Der letzte, wie ist es? Wo war denn das? Ja, hier, das letzte Gefecht. Das kann ja wohl nur was Cooles sein. Wow, 154. Wie sieht's denn aus für den freundlichen Bullen? Was hat der denn... Ja, schade, ne? Obwohl 152 Schaden plus, das sieht doch alles ganz gut aus. Großartiger Streithammer. Ja, komm, wir wechseln. Also, weil der Schaden, den das Ding anrichtet, ist ja grandios. Mal gucken. Wenn das alles war, dann muss man hier irgendwie die einnehmen können, ne? Ist dann wahrscheinlich hier oben. Weil, yes, das ist ja cool. Ja, cool. Schön die Festung eingenommen. Okay, Dorfbewohnern Bescheid sagen, denke ich mal. Stufenaufstieg, sehr cool. Stufe 13, das ist ja schon mal wieder gut. Macht plus 5. Krass, gibt es auch Inquisitionsbonus? Bitte. Ich dachte, es gibt wunderbare Inquisitionsbonus. Okay, aufgestiegen ist ja echt cool. Getränke. Haben wir auch. So, nur ich aufgestiegen? Ja. Okay. Bam. Wir waren, das haben wir durch. Aber wir hatten noch gesagt, hier Vorreiterrolle, ne? Ching, ching. So, nehmen wir das hier. Macht 24. Ja, ich dachte, ich hätte jetzt hier Inquisitionsbonus auch. Schade das. So, jetzt mal gucken. Was gibt's hier denn alles? Unsere Patrouillen haben oben in den Hügeln rote Tempel entdeckt, Inquisitor. Sie untersuchen eine Reihe elfischer Ruinen. Warum, wissen wir allerdings noch nicht. Was zappel ich hier so rum? Was ist denn das? Hat euch Schwester Nachtigall erzählt, warum sie hier Spione wollte? Mal auf, hier so rumzuzappeln. Wir machen ständig Kuriere halt. Und dafür, was man ihnen bezahlt, haben sie überraschend lose Zungen. Wann hätte dieser Spion, dieser Butcher hier eintreffen sollen? Vor einer halben Stunde am Südtor. Ich hoffe, er verspätet sich nur. In seiner letzten Nachricht hat er geschworen, er habe Geheimnisse für uns, die das Zehnfache seines Gewichts in Gold wert seien. Wie ist die Lage in Kamwald? Die Straßen sind nahezu ausgestorben. Es gibt zu viele Untote, die sich aus dem See erheben. Ich sollte jetzt gehen. Das glaube ich auch.
So, jetzt fangen wir mal vernünftig rumlaufen. Nicht so Breakdance machen. Hey. Hira, Breakdance. Ah, ich sag's mal so. Der hat eine kleine Meise. Nein, nicht mehr. Nichtsdestotrotz braucht er mal eine Pause. Ist total, total runtergekommen. Und das machen wir dann in der nächsten Session. Ja, alles klar. Bis dann. Ciao.